Nachdem wir schon in dieser Woche so viele tolle auch Proteste gesehen haben, von dieser Nachttanzdemo mit 20.000 Leuten, wir hatten die ganze Woche eigentlich immer auch diese Eskalation durch die Polizei, die keine Camps zugelassen hat, die dann auch in die Welcome to Hell-Demo reingegangen sind, völlig grundlos, da sind sich auch die meisten Journalisten einig. Auf der anderen Seite hatten wir gestern dann diese ganz fürchterlichen Bilder, wo völlig politikfremde, sinnentleerte Gewalt stattgefunden hat. Die Leute, die das gestern im Schanzenviertel gemacht haben, die sind hier nicht willkommen. Alle anderen sind willkommen und ich glaube, das wird wirklich eine tolle Demonstration. Und dieser G20-Gipfel ist ein besonderes Fiasko, ein Fiasko für die Demokratie. Deswegen bin ich froh, dass auch heute wieder so viele hier zusammenkommen, einfach um ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen. Auch dieser Gipfel hat wieder einmal mehr gezeigt, die Hoffnung liegt nicht bei denjenigen, die sich abschotten müssen, um das System Ausbeutung zu verteidigen, sondern die Hoffnung liegt bei denjenigen, die für eine andere, für eine bessere Welt demonstrieren und streiten. Für Menschen, die für globale soziale Rechte sich stark machen.